Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 23. Ich synchronisiere das ganze Ding jetzt gerade ein bisschen nach. Nicht wundern, ich hatte vergessen, mein Mikro anzuschließen. Deswegen wird in der nächsten Folge das auch kurz doch mal gesagt. Ich hoffe, dass das jetzt ohne Probleme funktioniert mit dem Zusammenschneiden hier von diesen Clips. Ja, wir suchen uns neue Spiele aus. Ich muss jetzt gerade gucken, echt, was ich gemacht habe hier. Ja, wir sind gerade dabei, in der Bundesliga einen Spieler zu verpflichten. Ich hatte mir den Herrn Eckler vom VfB Stuttgart ein bisschen auf dem Schirm. Deswegen gucke ich gerade beim VfB. Nee, bei RB, genau. Ich hatte eigentlich überlegt, mir einen Stürmer zu verpflichten. Genau. Ich hatte versucht, Stürmer, der heißt Friedrich oder so. Den hatte ich mal bei meiner RB-Karriere versucht zu verpflichten, aber den gibt es hier, diesen FIFA nicht, zumindest nicht bei RB. Das ist ein bisschen schade jetzt eigentlich, deswegen war ich jetzt gerade ein bisschen verwundert. Was das Bild, das ganze Ding ein bisschen nachzusynchronisieren. Aber also wie gesagt, es wird die einzige Folge bleiben, hoffentlich die einzige Folge bleiben, und ich hoffe, dass das ohne Probleme funktioniert. Also, die Spieler gibt es nicht. Genau, was haben wir denn gerade? Frankfurt, ja, wir gucken mal kurz in Frankfurt nach, was wir noch so für Talente haben, die wir verpflichten könnten. Ich muss hier noch mal gerade anders hinsetzen. Ja, Marcel Wenig, das wäre so ein Kandidat gewesen. Ja, gerade erst gewechselt aus Bayern aus dem zweiten. Ja, scheinbar gerade noch nichts dabei, und ich hatte es auch nicht vor, unbedingt das ganze Geld. Wir haben nur ein Budget von circa 850.000 noch. Deswegen dachte ich mir, ja, ist halt gerade einfach so. So. Jetzt muss ich gerade gucken. Okay, es geht weiter. Wie gesagt, das ist jetzt gerade diese Spur ist nachsynchronisiert. Es kann jetzt sein, dass ich jetzt gerade nicht weiß, was ich sagen soll. Es kann sein, dass ich ihm echt wirklich was anderes gesagt habe als hier. Jetzt gucken wir gerade in Mainz mal nach. Haben Sie das ein oder andere auch Talent haben? Die haben ja ein großes Talent nach Karlsruhe verliehen, nämlich Nebel, der, glaube ich, so ein bisschen als Geheimtipp bei den FIFA Pros ist. Jetzt gucke ich gerade noch mal nach Spieler mit Freigabesumme. Freispieler darf ich. Nee, Transferliste, genau. Freiburg will Lukas Höhler verkaufen. Das ist nicht so unsere Preisklasse, die braucht man nicht. Also könnten wir schon. Würden wir schon brauchen, aber brauchen wir jetzt gerade aktuell nicht. So. Wunderbar. Ja, wir sind mitten im Barreiro, wie gesagt, an unserer Karriere. Das ist hier die zweite Folge, also die Folge, der Tag nach dem offiziellen Release von FIFA 23. Jetzt gucke ich so ein bisschen nach. In der dritten Liga ist auch ein bisschen was auf der Transfer, ist aber gerade nicht für uns dabei. Ich bin ja so ein Fan von Freigabesummen, deswegen schaue ich jetzt gerade hier so ein bisschen in die Freigabesummen in der zweiten Fußball-Bundesliga, ob wir hier so ein bisschen was haben. Manchmal findest du das ein oder andere Talent, wo ich mir echt denke, den könnte man verpflichten. Ich überlege, ob ich mir noch einen Torjäger verpflichte. Also ich hatte mal nachgefragt gehabt, ob ich mir nur deutsche Jugendspieler holen darf. Klar, das ist ja soweit klar. Und dann darf ich allgemein nur deutsche Spieler verpflichten. Das wäre natürlich ein bisschen was anderes, aber deswegen habe ich jetzt überlegt, weil ich hatte nämlich zum Beispiel einen Spieler namens Trinsoldi, glaube ich, heißt er. Oder Tosoldi von Hannover 96. 16, 17-jähriger Italiener. Den hatte ich so ein bisschen auf dem Schirm, deswegen werde ich noch nicht dran, den verpflichten. Oder beziehungsweise versuchen zu verpflichten. Bevor ich diese Antwort rausgibt, kann also sein, dass ich später noch mal dazu komme. Da haben wir aber schon was rein. Ihr könnt jetzt auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, ob ich noch mal später verpflichten soll. So. Naja. Na, allgemein sind jetzt gerade noch nicht irgendwelche Spieler mit der Freigabesumme.
So. Ja, ist nicht wirklich was dabei gerade. So. Ja, ist gerade nicht so wirklich was dabei. Auch in der dritten Liga scheint jetzt auf Anhieb nicht was wirklich dabei zu sein. Sie gucken natürlich mal gerade durch, ob da vielleicht von der Freigabesumme irgendwie so ein Schnäppchen nochmal dabei ist, wo ich mal sagen kann, ja, die könnte man verpflichten, aber auch allzu alte Spieler möchte ich jetzt nicht verpflichten. So, wie gesagt, nochmal, ich bin in der Nachsynchronisation dieser Folge. Ich versuche es zusammenzuschneiden, dass ihr zumindest auch für zweite Folge noch einen Ton habt. Wie gesagt, ich habe eigentlich vergessen, mein Mikrofon anzuschließen. Ich habe jetzt gerade zufällig irgendwas gefunden, wo ich jetzt das zusammenpacken kann. Bin jetzt quasi mehr oder weniger bei der Hälfte der Spur zum Nachschneiden. Ich hoffe, dass ich das zusammenpacken kann. So. Ihr seht, seht ihr nichts? Hört ihr nichts? Nee, scheinbar ist nichts dabei. Gut, ist halt so passiert. Naja, eigentlich wollte ich woanders noch mal ein bisschen gucken, aber dachte ich mir, oh, doch nicht. So. Gut. Also hier kannst du tatsächlich so ein bisschen die Trainingstage, ich dachte mir, ja, du kannst es tatsächlich wie bei FIFA 22 so ein bisschen ändern, dass man die Trainingstage quasi deaktivieren kann, kann man nicht. Jetzt gucke ich gerade mal kurz eben rein in die Ziele, die wir so haben. Wir haben ein Ziel schon abgeschlossen, das mit dem Spieler unter 20, der da die Durchschnitt, die Durchschnittspotenzial erhöht, des alten Spielers auf der Position, da wir ja irgendwie bei 75 bis 90 und 92 sind, sind wir deutlich drüber. Deswegen lasse ich ihn jetzt spielen. Im ersten Spiel hat er nicht so gut ausgesehen, aber ist halt so. Wie gesagt, der hat eine Wertung von 21 gerade mal, mit 16 Jahre alt, also 17. Und naja. So. Erstes Spiel wäre gegen Sutton United, dachte ich mir auch. Hier ist eine Fünfergruppe. Es ist aber eine Achtergruppe tatsächlich. Das kann ich euch, dann zeige ich euch dann in der nächsten Folge nochmal. Deswegen, alles ist gut. So. So. So, Trainingstag.
simuliere ich, also wenn ihr die spielt und die ganzen Dinge auf A macht und die durchsimuliert, dann habt ihr die auch wieder auf A. Ihr müsst so quasi jeder alle einmal spielen auf A und dann könnt ihr ruhig simulieren. Mache ich jetzt erstmal nicht. Vielleicht machen wir das so Stücke für Stücke weiter. Wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben. Gucken wir dann einfach mal. Statt jetzt möchte ich nicht. Aber eine Trainerkarriere, das gehört irgendwo das Training auch ein bisschen dazu. Aber gucken wir einfach mal. Gut. Und jetzt geht's dabei, unseren neuen Spieler zu verpflichten. Ich habe ja gesagt, den Herrn Eckler vom VfB Stuttgart. Da habe ich auch gedacht, was ist denn das jetzt gerade? Aber das ist hier tatsächlich diese sportmedizinische Untersuchung, die jeder Spieler hat. Und ich fände es geil gerade, dass wir es tatsächlich in der Karriere zeigen. Na, den Medizincheck, der muss ja absolviert werden, ob der Spieler fit genug ist für den Verein. Und da werden alle Werte genommen. Und da ist tatsächlich die Verpflichtung zu. Und damit herzlich willkommen erstmal Julian Eckler vom VfB Stuttgart, der hier noch mit der 16 auflaufen, kriegt aber die 35. Lilian Eckler heißt er nicht, Julian. Entschuldigung. Wird für ein Jahr ausgeliehen mit Kaufoption. Hatte ich der Kauf 62. Wird also quasi als Stammspieler dabei sein. Mal gucken, ob er einschlägt oder ob er uns komplett enttäuscht. Das ist ja das Gute an der Leihe. Wir können auch sagen, der kann aber überhaupt nicht, den können wir wieder abgeben. Aber ich bin überzeugt von ihm. Und mal schauen, ne? Wir können es ja ausholen. So. Ab in der Startelf direkt natürlich. Da war hingehört. Der Kapitän bleibt natürlich direkt Cionado, das ist natürlich klar. Jupp, passt. Supi. Gut. Teammanagement erledigt. Dann, was ich noch machen muss, mal kurz die Nachrichten, glaube ich, reingucken jetzt gleich. Das weiß ich noch. Nein, die Trikotnummern erstmal natürlich ändern. Natürlich, er soll ja die 35 bekommen bei uns. Also entweder die 25 oder die 35, aber die 35 ist ja schon vergeben. Unser Capitano, das heißt, kriegt die 35. So. Kurz mal in die Nachrichten reingucken. So, erstmal alle Nachrichten natürlich klar, Standard. Ich weiß nicht, was ich mit dir anfangen soll, beziehungsweise ich weiß nicht, ich kann dir keine Spielzeitgarantie geben, damit sie auch glücklich sind und damit ihr merkt, okay, der Trainer hat überhaupt ein offenes Ohr für uns. Wäre sonst blöd, wenn er da keins hätte. Deswegen heute auch so ein bisschen zu. Wir haben ein Transferangebot für Kirsch bekommen. Ich denke 62. Das heißt, nö, abgelehnt. Brauchen wir nicht. So. Ja. Training brauche ich nicht. Und da unten kann man sogar mit Dreieck das Training tatsächlich simulieren. Deswegen. Aber das ist erstmal alles wieder ein bisschen Neuland. Wir müssen uns tatsächlich wieder auch in ein neues Spiel reinfuchsen. Das Ding wird noch am Anfang natürlich noch voller Bugs sein. Ich weiß nicht, wie viel vom Day One Patch kommt. Wie das in der nächsten Aufnahmesession aussieht, das müssen wir natürlich auch mal ein bisschen gucken. Ja, ich glaube, alle Werte, Max, wenn ich habe, bis jetzt ist es mir noch nicht aufgefallen. Ist mir noch nichts aufgefallen, aber vielleicht
ist euch das andere. Es gab ein paar. Bei anderen Leuten auch, die mit Bayreuth angefangen haben. Und ja. Gut. Gut, gut. Das nächste Spiel gegen Sutton United, auf jeden Fall. Das steht dann an. Und ja, das sehen wir uns, wie gesagt, in der nächsten Folge an. Schreibt es, wie gesagt, in die Kommentare, falls ihr noch irgendwelche Spieler, Transfer, Vorschläge, whatever habt. Gerüchte stehen momentan beim Transfermarkt tatsächlich nicht drin. Da kann ich also jetzt nichts machen. Und ja. Mal schauen. Wie gesagt, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge bei Let's Play FIFA 23 und jo. Und dann geht's in das erste Vorbereitungsspiel gegen eben jenen Sutton United, heißen sie so, glaube ich, richtig. Und